Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Pokémon Feuerrot Chesslock Pass. Im letzten Mal haben wir die Wasserroute gemacht und Lotus hat sich endlich zu Megani entwickelt. Und wir werden jetzt einfach diese Route weit entlang gehen und dann kommen wir hoffentlich schon in diesem Part zu Fuchsania City, was ich aber bezweifle, da wir noch sehr viele Trainer bekämpfen müssen. Marco Hipster, du überlebst sicher einen Flügelschlag von einem Taubsi und das auch noch sehr gut. Ach ja, diese Route ist ja jetzt eine Route, wo nur eigentlich Flug-Pokémon benutzt werden, ein Teil von Demons. Daher werden wir gleich Hariyama auswechseln beim nächsten Trainer. Und du one-shottest auch noch ein Tauboga. Sehr gut. So, und in diesem Part können dafür Glutexo und Nidoqueen strahlen, die ja auch noch auf Level 33 hochgezogen müssen, wie Ariados. So, wir benutzen noch drei Supertränke, dass unsere Pokémon geheilt sind. Jeder KP kann notwendig sein, wenn ein Crit kommt, den wir nicht vorhersehen und dann ein Pokémon besiegt. Und das wäre nicht so brause. Nicht so gut. So, dann gehen wir mal weiter. Das ist eine Pfadfinderin, nehme ich einmal an uns. Da wir gleich in diesem Part sowieso gegen ein paar Trainer kämpfen, können wir uns gleich der Frage des Videos stellen. Nämlich #FTV. Sollte man in einem Let's Play speeden? Ihr wisst schon, Speed, mit dem meine ich jetzt, dass man die Speed-Taste zum Beispiel jetzt drückt und dann wird er einfach alles schneller, die Musik wird schneller, der Soundtrack halt, die Kampf... Ihr hört es schon und dann ist der Sound vom Spiel nicht mehr so genießbar, überhaupt nicht mehr genießbar, da er viel schneller wird und dann ist die Spielatmosphäre nicht mehr so genießbar, die... Animationen laufen schneller bei Pokémon vorbei. Ja. Man braucht nicht so viele Parts. Zum Beispiel, ich habe Pokémon Black Grün einmal Let's Play. Da habe ich nur wirklich nur gespeedet und bis zur Pokéliga ohne den Islands natürlich. Und da habe ich nur 18 Parts gebraucht. Und da habe ich wirklich nur gespeedet, ständig gespeedet. Und wir sind jetzt schon im 19. Part über die Partsanzahl, die ich beim Speeden von Pokémon Blattgrün gebraucht habe. An das Stück, wie gesagt, waren es 18 und wir sind jetzt schon 19. Und man sieht, man braucht mindestens doppelt so lang, wahrscheinlich auch länger. Wir spielen dieses Spiel ausführlich, wir werden jeden Trainer besiegen. Die Islands werden wir versuchen auch zu machen, wenn wir natürlich so lange die Challenge schaffen. Ich würde mir jetzt wünschen, wenn wir die Challenge schaffen. Ja, so. Und ja, wie gesagt, dann gibt es nicht so viele Parts. Die Musik ist schneller. Man kann es nicht so viel wirklich zusehen, wenn einer speedet. Das Commentary ist natürlich gleich schnell. Zum Beispiel, ich kann jetzt nicht, wenn ich jetzt Speed im Spiel, kann ich jetzt nicht auch vierfach so schnell reden. Und ja, bei mir ist es jetzt so, wenn ich ein Let's Play sehe, ist es bei mir so, dass ich es ist nichts so gerne sehe, wenn eine ganze Zeit speedet. Wenn ein ekliger Kampf kommt, auf jeden Fall, aber sonst nicht, dann auf keinen Fall. Und daher habe ich mir gedacht, dass ich nicht mehr speeden Let's Play, gefällt mir auch nicht so. Und daher werde ich es auch nicht machen. Natürlich braucht man dann nicht, auch nicht so lange Zeit, aber dann müssen wir wieder ein neues Projekt für die Zeit finden, wo das Spiel schon vorbei ist, wo man es gespielt hat. Und daher ist es komplett egal. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall die YouTuber, die Videos machen, denn Let's Player bringen mindestens einen Tag
pro Tag Ernidio, ich 2 inzwischen Zeit. Kann ich ruhig machen, wenn ich genug Zeit habe, aber darum geht es nicht. Und ja, wenn jetzt zum Beispiel jetzt bei Rot zu Ende wäre, müsste ich nur ein neues Pokémon-Projekt anfangen und daher ist es egal, ob ich speede oder nicht. Vom Spielfluss sieht es auch viel schöner aus, wenn ich nicht speede. Und ich muss sagen, Speed abgewohnen ist wirklich sehr schwer. Wenn man einmal gespeedet hat, ein ganzes Let's Play, dann kann man es sich wirklich schwer abgewöhnen. Das habe ich in Erfahrung gebracht, denn bei mir war es schwer. Ich habe einmal Blackgrün gespeedet Let's Play und ach, es war so schwer, mir das abzugewöhnen, denn alles ist dann so langsam. Wenn du ganz Zeit die vierfache oder achtfache Geschwindigkeit hast, ist es natürlich klar, wenn alles dann so langsam ist. Und daher ist es wirklich schwer, wenn man einmal mit den Speeden angefangen hat, sich das abzugewöhnen. Wäre das kein Let's Play, würde ich sicher speeden. Das wäre 100% sicher, dass ich dann auf den Emulator speeden würde. Ja, weil, warum nicht? Ich habe das Spiel schon mal gespielt. Und ja, der Spielfluss muss jetzt nicht so schön sein, da ich es nicht jetzt playen würde, wenn ich es speeden würde. Und ich kann euch mal die Geschichte erzählen, wie ich es mir abgewöhnt habe zu speeden. Also, ich habe Pokémon Mystery Dungeon wirklich vor einer langen Zeit Let's Played. Und wenn man Pokémon Mystery Dungeon speedet, das geht nicht, weil du musst da Dungeon-Sekunden entlang gehen und mit Speeden geht das überhaupt nicht. Und da ist es besser, wenn du nicht speedest, dann geht es sogar schneller, weil dann rennst du nicht an die Wand. Und daher geht es viel schneller, wenn du bei PMD nicht speedest, habe ich das Gefühl. Und erst durch PMD konnte ich es mir abgewöhnen, zu speeden. Und ich war froh, dass ich es getan habe. Ja, okay. Die Geschichte war es wirklich sehr großartig, sehr lang, aber ich glaube, ihr wisst schon es, dass es wirklich schwer ist, sich das Speeden abzugewöhnen. Zum Beispiel, wenn ich einen Stream sehe, nicht ein Let's Play, sondern zum Beispiel auf Twitch, ist eine Streaming-Seite, Gaming-Seite kann man sagen, Gaming-Stream-Seite. Und da ist es mir eigentlich, finde ich es nicht schlimm, wenn man speedet, denn da muss der Stream auf die Community eingehen, live, und da ist es für mich egal. Wenn man speedet, denn dort willst du nur mit Leuten reden und ist nicht so wirklich 100% auf das Spielen sich zu konzentrieren. Das ist nicht das Spiel. Ziel, kann man sagen, eher, dass man auf die Community eingeht. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit aussagen will. Und daher finde ich, wenn man streamt, live streamt, dann ist es für mich egal, wenn man speedet. Aber wenn ich ein Let's Play sehen will, würde ich mich freuen, wenn... Was steht da? Schaue links neben dem Pfosten. Lol. Okay. Ein Item? Nein. Auf jeden Fall, bei Let's Plays kannst speeden und wenn ich Livestreams ansehe, dann ist mir das Speeden egal. So. Ja. Also wie gesagt, wenn man einmal mit Speed angefangen hat, ist es schwer, sich daran nicht mehr zu gewöhnen, dass man mit der, man kann schon sagen, Sucht aufhört, da wirklich alles so lange dauert. Oh. Und ja. Oh. Und da bin ich froh, dass ich mir es nicht mehr angewöhne, zu speeden gewohnt habe, dass ich mir es abgewöhnt habe. Abgewohnt habe, glaube ich. So sagt man es eher. Oh. Entschuldigt bitte für den Gehner, vielleicht habt ihr ein Gehör, keine Ahnung. Und ja, aber in der vierten Generation
die langsamste Chain der Welt. Wirklich, so ein langsames Pokémon-Spiel gab es noch nie. Zum Beispiel, wenn man Armstoß benutzt. Ein Armstoß. Zwei Armstoß. Drei Armstoß. Vier Armstoß. Fünf Armstoß. Das ist so langsam. Da hätte man in Feuerrohr schon zweimal Armstoß benutzen können. Mit der Anzahl von fünf. Also 10 Armstöße im Gegensatz von 5. Wenn man es zum Beispiel mit der dritten hier in Feuerrohr und Pearl zum Beispiel vergleicht. Und da ist es wirklich sehr verlockend zu speeden. Oh. Wie ich das erste Mal im DS das gespielt habe, habe ich es gar nicht mitgekriegt. Das ist wirklich... so langsame Spiele sind. Feuerrohr, Perlon, Diamant, Platin, Hardgold, Soul Silver. Die Spiele sind wirklich sehr langsam. Ja. Und Avalanche ist ja schon wieder auf Level 33. Ist mir gar nicht aufgefallen. Dann switchen wir nach diesem Kampf die Pokémons. Denn wie gesagt, wir wollten alle auf Level 33 trainieren. So, wir haben über das Thema Speed geredet. Also. Ach ja, ich kann noch was sagen. Zum Beispiel Mario Kart von Game Boy Advance. Ich weiß nicht, wie dieses Spiel heißt, aber ich habe da schon mal gespielt. Achtfache Geschwindigkeit. Du kannst überhaupt nichts steuern. Am Handy habe ich dann. Die 8-fache Geschwindigkeit Mario Kart für den Game Boy Advance einmal gespielt und mit der 8-fachen Geschwindigkeit. Das war so geil. Du kannst überhaupt nicht steuern. Du fährst geradeaus. Musst schon wieder drehen. Musst links, rechts fahren. Da kannst du überhaupt nicht mit. Da wenn du Erster werden willst in Mario Kart, darfst du überhaupt nicht speeden. Und ja, das war meine Geschichte, wie ich vom Speed süchtig war und wie ich mir das wieder abgewöhnt habe, glaube ich. Und ja, dass ich wirklich so viel darüber erzählen konnte, war mir ehrlich gesagt jetzt nicht so bewusst, aber nun gut. Armstoß, Pikachu hält nichts aus, aber bitte keine Statik. Dafür reicht Marco Hipster Level 31 und Hipster, oder? Keine Ahnung, es könnte auf Überwurf gehen. Hyperzahn, wie viel macht denn Hyperzahn? 20 KP Schaden. Hariyama hat jetzt nicht den größten Bulk, aber... Dafür hat es wirklich sehr viele KP, wie man hier sieht. Mindestens 200 KP auf Level 50. Das ist schon sehr schön. So, eine Supertrank für Hariyam, für Marquise, Entschuldigung. Und einen Paraheiler. Wir haben genug Paraheiler. 12 an der Stück, an der Anzahl, an der Stückanzahl. Jetzt ist es richtig. So, was sagt Norden? Stille Brücke. Oh, rechts die Brücke, wo wir gerade waren mit den ganzen Wassertrainern. Die heißt Stille Brücke. Interessant, habe ich noch nicht gewusst. Oder ist damit das gemeint, aber das ist keine Brücke. Also, waren, wo wir die Angler bekämpft haben, die Stille Brücke. Das habe ich nicht gewusst. Habt ihr das gewusst? Ich habe so oft die ersten Chain gespielt oder Feuerrobler Grün und... Das höre ich zum ersten Mal, muss ich schon sagen. Überwurf. So. Ist es ein wenig töricht, dass ich Hariyama gegen Flug-Pokémon benutze? Was würdet ihr sagen? Okay, wir sind sogar schneller mit Armstoß. Okay, dann bleibe ich auf Armstoß. Wenn ein Taubog oder Ibiza kommt oder sogar ein Tauboss, aber ich glaube, hier benutzt keine Tauboss, werde ich rauswechseln. Da wir schon auf minus 1 sind, dank dem Silberblick von Habitak.
Und du kritzt, Marco Hips. Das finde ich aber sehr schön, dass du dich so bemühst. Das freut mich wirklich sehr. So, okay. Okay, so. Hariyama, gute Arbeit. Dieser Trainer hatte gerade 3 Habitax und 2 Taubsis. Oder war es umgekehrt? Keine Ahnung. Und er hatte keinen Tauboge oder Ibitak. Warum? Warum? Und ich freue mich endlich, wenn wir nicht mehr overlevelt sind. Denn zum Beispiel, der 5. Arenenleiter und vom 6. Arenenleiter ihr Signature sind auf dem gleichen Level und haltet euch fest. Level 43. Ja, also wir müssen hier noch sehr viel trainieren, muss ich schon sagen. Smogon. Ich hasse Smogon. Smogon ist ein Pokémon, was man in Nuzlocke, wo man in Nuzlocke oft ein Pokémon verliert, weil sie ja Finale und Explosion können, die bis zur 4. Gen noch wirklich overpowered waren, denn dort machen sie doppelt so viel Schaden, weil sie die Verteidigung halbiert haben. Darum sind Explosion und Finale bis Damian und Pearl noch so fucking stark. So. Bitte setzt es nicht Explosion ein. Danke, oder Finale. Und daher sind Smogon in diesen Spielen so stark. Solche Nuzlocke-Killer. Nuzlocke-Killer. Und daher will ich einmal Pokémon Feuerrot am Pokémon. Halt ein Pokémon-Spiel der 2. Generation spielen, weil hier sehr viele Team Rocket-Rüppel, Smogon und Smogmox haben. Und daher würde ich wirklich gerne mal einen Nuzlocke der 2. Generation machen, um zu sehen, wie schlimm sie ist, denn ich habe ein paar Let's Plays angesehen und da haben Leute mindestens 3-4 Pokémon verloren an Smogon und Smogmox dank Finale und Explosion. So, wir wechseln jetzt einfach nicht aus. Wir haben den Reflektor draußen. Lotus ist unser bulkigstes Pokémon auf der physisch-defensiven Seite. Oder wir wechseln jetzt in Nidoqueen. Oder wir wechseln jetzt einfach in Spinny. Ich will es nicht laut sagen, aber es ist verkraftvoll, wenn Spinny stirbt. Denn es ist nicht so ein wichtiges Pokémon. Es ist ein Gimmick-Pokémon. Ich wollte immer schon Ariado verwenden und es macht überraschend einen sehr guten Job bisher. Es hat mich noch nicht einmal enttäuscht. Finde ich nice. Finde ich wirklich nice. So, es ist auf Level 30 perfekt. So. Als nächstes Smogon kann Spinny auch noch besiegen. So. Okay. Und da wahrscheinlich wird nach dem Feuerrot, wenn es wieder ein Nuzlocke ist, Kristall sein, weil Kristalle habe ich noch nie gespielt und die 2. Gen will ich auch wieder, will ich einmal Nuzlocken, kann man Nuzlocken sagen oder auf jeden Fall Let's Playen, als einen Nuzlocke. Aber nicht als einen stinknormalen Nuzlocke. So. Okay, werft vergiftet Hariyama. Dann bekommt Hariyama jetzt ein schönes Gegengift, dass es nicht mehr vergiftet ist. Und wie viele Supertränke habe noch? Ich wollte einen keinen Superschutz verwenden, aber nun gut. So. Okay, Route 114 und... Wow, der Part ist ja auch schon gleich vorüber, denn wie gesagt, über Speeden kann man nicht so viel reden, darum wird dieser Part auch wieder 20 Minuten mit Ragen, circa. Oder vielleicht auch ein wenig länger. Ich will auf jeden Fall in diesem Teil dieser Route den ganzen Abteil mit dem Zaun machen. Ich weiß es nicht, daher wie viele Trainer es noch gibt. Nachdem gibt es auf jeden Fall noch einen Trainer.
dann weiß ich nicht, wie viele Träne es noch hier gibt. Und Hariyama kann man überraschenderweise hier sehr gut einsetzen, obwohl hier eigentlich alle Trainer Flug-Pokémon haben. So, Dodo. Dodo haben wir noch nicht gesehen, aber okay, Dodo hat nur Reiserei. Sie setzen keine starken Flugattacken ein. Zum Beispiel wird vorher in diesem Part gegen ein Tauboga gekämpft, war es nicht so. Und dieses Tauboga hat mit einem Flügelschlag 46 KP Schaden gemacht, glaube ich. Und daher ist es verkraftbar, wenn wir mit Hariyama hier kämpfen. Wir sind ja auch ein wenig overlevel. Das ist ja auch, muss man ja auch wieder sagen. So, okay, der nächste Trainer hat auch wieder Taubsi, Tauboga, Habitak, Ibitak und Dodo. Mehr habt ihr nicht zu bieten, leider. Aber dafür kann man hier gut Hariyama einsetzen. Und bitte triff dreimal mit deinem Armstoß Hariyama. Danke. Eine neue Kampfattacke lernt Hariyama nicht mehr, oder? In dieser Generation Kreuzhieb auf jeden Fall nicht. Dann, was gäbe es noch für gute Kampfattacken, die Hariyama vielleicht erlernen könnte? Keine mehr. Also wird Überwurf die stärkste Attacke sein, aber dafür trifft Überwurf immer zu 100%. Auch wenn wir dafür langsamer sind als das gegnerische Pokémon. Hariyama ist sowieso ein sehr langsames Pokémon. Mich überrascht es, dass Taubsi mehr aushält als Habitak, da sich ja Taubsi zweimal entwickeln kann und Habitak nur einmal. Okay, Leute, nochmal zur Erinnerung, schreibt in die Kommentare mit Hashtag FTV, was ihr vom Speeden in Let's Plays hält. Ein Ibitak hier werden wir rauswechseln zu Batfly, dann ein Kampf der coolen Flug-Pokémons. Ach ja, Ibitak will ich auch mal gerne benutzen. So, Flügelschlag. Ich glaube, wir brauchen zwei Flügelschläge, oder? Was ist die Mehrzahl von der Attacke, die wir gerade eingesetzt haben? Flügelschlag. Von Flügelschlag müsste eigentlich die Mehrzahl Flügelschläge sein, aber das hört sich irgendwie bescheuert an. Aber nun gut, wir haben hier noch ein, zwei Trainer. Aber die können wir auch im nächsten Part erledigen, da wir jetzt alle, was ich gesagt habe, in der Brücke alle Trainer hier erledigt haben. Auf jeden Fall, Leute, das war's für diesen Part. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Bis dann. Ciao.